Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Bristol Myers Squibb. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Pharmabranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,1%. So, bevor es losgeht in dem Check noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt zum ersten Kriterium. Wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um 4% angestiegen und das ist schwächer als in den letzten 10 Jahren, wo der Wert bei 11% liegt und hier vergebe ich einen halben Punkt von 2 möglichen Punkten. Dann zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow, der ist in den letzten 5 Jahren durchschnittlich pro Jahr um 25% nach oben gegangen und das ist stärker als in den letzten 10 Jahren. Da liegt der Wert bei 5%. Damit vergebe ich hier 2 Punkte. Dann zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um 22% angestiegen und auch das ist stärker als in den letzten 10 Jahren. Da liegt der Wert bei 11%. Damit vergebe ich hier auch 2 Punkte. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und der Gewinn soll laut den aktuellen Schätzungen der Analysten zwischen 2021 und 2025 im Durchschnitt pro Jahr um 28% nach oben gehen. Und dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim ersten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich ebenfalls 2 Punkte. Dann kommen wir zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow, der soll zwischen 2020 und 2024 im Durchschnitt pro Jahr um 10% ansteigen, laut den aktuellen Schätzungen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim zweiten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich insgesamt einen Punkt. So, dann kommen wir zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz, der soll laut den aktuellen Prognosen der Analysten zwischen 2021 und 2025 im Durchschnitt pro Jahr um 2% nach oben gehen. Und dieser Wert ist ebenfalls schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim dritten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich insgesamt 0 Punkte. Und dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und hier hat sich die Schuldenquote in den letzten 10 Jahren von 41% auf 56% verschlechtert unterm Strich. Und das gibt keinen Punkt zum Abschluss. So, dann kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt Bristol Myers Squibb in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 7,5 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten und in meiner Wachstumscheck-Ampel landet die Aktie auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Wachstumscheck und hier landet Bristol Myers Squibb momentan mit den 7,5 erreichten Punkten hier auf dem 12. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste können übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und ich sehe mal zum einen anhand der schwarzen Linie den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Anfang Februar 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichene Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktueller Kurs recht deutlich unterhalb der gestrichenen Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest recht deutlich unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.